Komm schon. Na, 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 na. Safe. Gut, nun nimm dir die Lore und fahr in die Freiheit. Warum glaube ich, dass ich nicht in der Freiheit ankommen werde? Z. Falls es Probleme mit den Booster-Schienen geben sollte, darfst du die Gleise entlang fliegen. Way. Yay. Ai, joi, jip, bisher noch kein perverser Sprungpart. Ein dickes Plus bisher, also. Ganz am Anfang, ein bisschen. Da hier, ganz am Anfang vom Tempel. Aber sonst hielt sich das in Grenzen. Das hier ist die uralte versteckte Schatzkammer. Niemand wagte sich zuvor hierher vor. Nimm den Inhalt dieser Truhe an dich. Was haben wir denn hier noch? Nix. Okay. Okay. So. Ich tippe mal auf diesen roten Punkt. Ist das zu wagemutig gedacht? Aber ich darf auch Holzplanken zerstören. Das war ja okay. Ein Geheimnis. So, wo muss ich lang? So, hier so hin, ne? Ja. Ai, jai, jip, jip, the sky. So, das ist ja machbar. Wie schnell die Kacksonne hier immer untergeht. So, Schwert direkt ausrüsten deswegen. Und hey. Hi, Mr. Creeper. Hier, ich block mal. Ah, nur zwei Leben verloren. Normalerweise wäre ich jetzt hinüber. Also blocken ist richtig imba. Habe ich durch irgendeinen Zufall mal erfahren. Oh, schön. Fülle die Eimer mit glühender Lava. Dann gehe in Richtung Süden weiter. Ah. Goddammit. Du verdammtes Kackvieh. Könntest du aufhören zu brennen, bitte? Hehehe. Oh, wie viel ich im Inventar habe. Schon pervers. Okay. Dann gehe in Richtung Süden weiter. Ich denke mal hier so. Ne? Sag mal. Ja, zum Milch was. Süden ohne Kompass. Geh in Richtung Süden weiter. Du bist gut drauf. Ich denke mal, er meint hier runter. Ich tippe es.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so lang ist. Ein kleines Labyrinth. Viel Erfolg. Hast du mich verjagt jetzt? Gold. Zombies. Ein kleines Labyrinth. Ja, nee, ist klar. Ich bin durch. Die Höllenpilze, oder? Was nun folgt, ist eine kleine Jump-and-Run-Aufgabe. Keine Angst, es ist nicht schwer und die einzige Passage der Map, wo du springen musst. Okay. Es empfiehlt sich hier ein Checkpoint zu setzen. Okay. Was? Ha, jetzt war ich übermütig. Das habt ihr von mir nicht erwartet, ne? Sorry für den Part, aber die Pilze, die in Lava nicht brennen, musste ich einfach einbauen. Yay. Einsatz für die Axt, aber Vorsicht, der Raum ist dunkel. Falls du keine Fackel mehr hast, in der Truhe sind mehr. Gut, habe ich noch. Einmal austauschen, Axt mit Axt, ja, also. Hi. Gut, das geht hier noch. Das sieht cool aus. Gerade. Das sah gerade cool aus, aus irgendeinem Grund. Hi. Es geht. Kommst du nicht durch? Oh. 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 Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber gut. Hier ist gar nichts hinter, das passt mir auch recht gut. Hier bisher auch nicht. Zumindest höre ich nichts, aber Creeper hört man auch nicht, die merkt man nur. What the? Alter. Alter Junge. So. Alter Junge, was geht? Okay, hier ist nichts. Aber hier wohl. Hallöchen, nicht? Wofür habe ich eigentlich die verkackte Lava mit? Okay, hier auch nicht. Stelle ab diesem Punkt auf peaceful. Danke, ich kann mir nämlich nicht mehr dieses Gejaule von den Spinnern her hören. So, nun ein paar Rätsel mit Loren. Zunächst ein leichtes, um in die Sache reinzukommen. PS, von nun an kein Holz mehr abbauen. Alles klar. Repariere damit die Gleise und fahr die Lore nach Hause. Ja. Pack die mal weg, pack die Kuchen. Das hier weg. Das hier weg, das hier weg. Warum habe ich ein Feuerzeug? Woher habe ich das? Das wollte ich.
Repariere damit die Gleise. Okay. Du musst. Da ist eine Pressure Plate, okay. Dann würde ich doch mal spontan behaupten, dass hier eine hinkommt. Hier eine hinkommt und hier eine. Doch, klar, der fährt ja trotzdem rüber. Und dann würde ich behaupten, dass du meine Kackkohle frisst. Hätte man auch mit einer Detector Rail übrigens machen können. Diesmal ein wenig schwerer, Feuer die Lore mit Kohle an und lenke sie mit den Trittschaltern um. Das ist ein Reaktions- bzw. Geschwindigkeitstest. Dass ich das nicht kann, das habt ihr letztes Mal gesehen. Paar Maps vorher war das, da war auch so ein Rätsel. Aber das sieht noch. Warte, erstmal gucken, wo die lang fährt. Fährt der hier hoch? Gut, das kriege ich noch hin. Oder auch nicht. Fahr. Fahr. Ja, jetzt hängt die Lore. Jetzt kann ich eh nicht mehr viel machen. Da wollte ich eigentlich hin. Fahr. Gut, die können also nur mit einem selber aktiviert werden. Schön zu wissen. Gott, damit krieg ich's jetzt nicht darüber. Ich hab's Prinzip verstanden. Nimm das. Hier, ne? Ja. Bau aus deinem Zeug einen Hebel und suche die passende Stelle, wo er hingehört. Welchem Zeug? Ich meine, ich habe ja mittlerweile alles weggepackt, ne? Ja. Du hast gesagt, also das ist ja eigentlich kein Cheaten, ne? Weil du hast gesagt, ich darf mir Tränke machen. Und so kann ich diese Aufgabe überspringen. Ohne zu cheaten. Spring hier einfach runter. Weißt du das? Na, erinnerst du dich, die nicht brennbaren Pilze? Nun erstmal einen Raum zur Entspannung, denn diese Backsteine sehen echt grausam aus. Also ich finde, in dem Texture Pack sehen die ziemlich awesome aus. Ich habe gemerkt, wie grausam sie aussehen, war das Gelände bis hierhin fertig gebaut. Deshalb dieser Raum. Okay. Sehr entspannend, Mister, sehr entspannend. Ach ja. Wow, was für eine lange erste Map, ey. Krass.
So, zum letzten Rätsel: Minenkarren umlenken. Lenke die Loro durch die Schalter auf den richtigen Weg zur Tür, und die Tür zur Schatzkammer öffnet sich. Kleiner Tipp: Fang am Ziel an zu suchen. Weiterer Tipp: Kontrolliere den Weg und starte die Lore erst, nachdem du dir mit der Strecke sicher bist. Das lasse ich so lange da drinnen. Hi. Wo musst du hin, liebe Lore? Liebe Lorelei, da musst du hin. Ich mach mal so. Mach ich mal so. So. Noch mal gucken jetzt hier. So. So, so, so. So. So fährt er dann. Dann fährt er so. So, so, so. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Muss dahin. So. 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 So, so. So. Na, Moment, nein. Du fährst jetzt hier lang, dann fährst du da 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 lang. Vielleicht noch anders da lang. Das müsste hinhauen. Soweit ich da richtig informiert bin, müsste das hinhauen. Ich habe doch noch so viel Kohle, was gucke ich denn? Ich bin gut. Hallöchen. Hast du hier keine Lava-Eimer mehr, dann flieg einfach. Was soll ich denn hier machen eigentlich? Soll ich denn hier so... Da nur einen gebraucht. Na gut. Ich meine, Wasser ist ja nicht tödlich, auch wenn wir Gamer gern das Gegenteil behaupten, ne? Ja, komm, RTL-Witze. Ich weiß. Entschuldigung. Ich weiß, dass sie langsam alt werden. So, was gibt's hier? Herzlichen Glückwunsch, du hast den Schatz gefunden. Nimm ihn mit, platziere die Lore unten, dann startest du mit dem Hebel, wenn du angekommen bist, ziehst du einen der beiden Hebel runter und genießt das Ende. Okay. Ich habe, hier, könnt ihr zählen, wenn ihr wollt, ne? Ich will nicht. Mal ganz so bestimmt gesagt, ne? Nimm den Hebel, platziere die Dore unten. Okay. Yay. Wenn du aus der Schatzkammer kommst, los, kommst dann fährst du die Strecke zu Ende. Lore ist in der Schatzkammer. Okay. Bin ich richtig hier? Hi. Dann schauen wir mal. Eine ganz schön lange Map. Doch, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt gerade im Moment. Aber lang. Ich habe noch so Ideen für andere Projekte, aber ich will erstmal wieder gesund werden. Deswegen habe ich jetzt nur vier Maps aufgenommen, in Anführungsstrichen. Aber jetzt bin ich an den Popschutz gekommen.
Willkommen zum Ende. Ziehe einen Schalter runter. Made by Casperfield LP. Danke fürs Spielen. Insgesamt gab es zu finden eine komplette Dia-Rüstung, ein Dia-Schwert, zwei Stacks Dias und fünf Stacks Goldbarren. Ach du Scheiße, wie viel hier versteckt ist. Für die Lösung der Anzahl der Gold und Dias solltest du die Schilder auf der anderen Seite lesen. Okay, ich soll einziehen. Warum? Ha, ha. Katsching. Nett. Was macht der? Genau das gleiche vermutlich. Okay. Also für die erste Map muss ich sagen, war die super. Also wenn das als erste Map abliefert, da kannst du dich echt nicht beschweren. Gott, damn it. Ah. Halb zwei. Ich sollte schlafen. Also nachts jetzt, ne? Immer noch am Samstag. Ja. Ich bin irgendwie merkwürdig, wenn ich krank bin, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö. Au.